Willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um den Audi A6 der C7 Generation gehen. Wir werden uns in diesem Video ein bisschen darüber beschäftigen, was macht den A6 der C7 Generation aus, was sind so die Fakten zu dem Auto, die man vielleicht kennen sollte, auf was sollte man achten, wenn man sich so ein Auto kauft, wie viel Geld muss man gerade im Moment ungefähr ausgeben für einen gescheiten A6 der C7 Generation und welche Version halt einfach zu wem passt. Also wenn du dir gerade überlegen bist, dir ein A6 der C7 Generation zu kaufen, dann ist das Video hier auf jeden Fall genau richtig für dich. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal mit der allgemeinen Geschichte vom A6 der C7 Generation los. Den konnte man nämlich ab April 2011 bestellen und auch noch bis 2018 kaufen. Also die Modelle gehen sozusagen von 2011 bis 2018. Der C7 hat auch im Vergleich zur Vorgängergeneration C6 auf einer neuen Plattform aufgebaut. Also wir haben jetzt einen längeren Radstand verbaut, der die Frontachse um 12 cm nach vorne verschoben hat. Im Allgemeinen hat sich natürlich auch viel am Design verändert. Wir haben immer noch diesen Single-Frame-Grill vorne drin. Aber ja, allgemein wurde das Auto einfach deutlich kantiger und deutlich eckiger und sieht dadurch halt viel moderner aus als der Vorgänger, der ziemlich rund war vom Design. Hier sieht man ein bisschen den Innenraum und natürlich hat sich auch hier viel verändert. Zum Beispiel dieses ausfahrbare Display, das vom A7 übernommen wurde, das halt ja auf Knopfdruck einfach raus und reingefahren werden konnte und halt deutlich mehr Features bietete als das alte noch. Außerdem soll durch die Verwendung von vielen neuen Aluminiumteilen das Auto um ca. 70 Kilo leichter geworden sein als der Vorgänger, also schon eine ordentliche Zahl. Ja, im Oktober 2014 gab es dann einen Facelift, das das Auto halt nochmal deutlich aufgefrischt hat. Man kann hier vielleicht kurz den Vergleich sehen. Das war der A6 noch vor dem Facelift, also wir haben ja natürlich jetzt ein Modell ohne S-Line und so weiter, aber man sieht schon an den Scheinwerfern, dass die halt ein bisschen anders sind. Allgemein der Grill und die Frontschussstangen sehen auf jeden Fall deutlich verälteter aus als jetzt bei diesem Modell. Das ist jetzt das Facelift, das man hier im Hintergrund sieht. Mit S-Line natürlich verbaut, aber ja, ich denke, man kann schon sehen, in welche Richtung das hinging. Facelift sieht auf jeden Fall deutlich frischer aus, hat halt neue Frontscheinwerfer, neue Rückleuchten und im Allgemeinen einfach eine krasse Überarbeitung bekommen von außen. Außerdem haben beim Facelift auch fast alle Motoren eine Leistungssteigerung bekommen und der Kraftstoffverbrauch wurde auch insgesamt optimiert, also gleichzeitig mehr Leistung und trotzdem weniger Verbrauch. Wir können uns ja gleich anschauen, wo die Modelle gerade preislich unterschiedlich liegen, ob man sich jetzt einen Vor-Facelift holt oder halt einen Nach-Facelift. Ansonsten kann man zum Auto noch sagen, dass es auf jeden Fall einen guten Crashtest damals absolviert hat mit 5 Sterne. Und bei den Motoren gab es bei den Benzinern sowohl 4-Zylinder als auch 6-Zylinder und in den S6 und RS6 Modellen halt auch 8-Zylinder zur Verfügung. Bei den Dieseln gab es keinen 8-Zylinder, aber dafür halt 4-Zylinder und 6-Zylinder auf jeden Fall. Den A6 gibt es halt entweder mit Frontantrieb oder mit Allrad, also Quattro. Heckantrieb gibt es bei den Auto nicht. Und viele kleine Motoren, also vor allem die 4-Zylinder, gab es auch als Schalter, aber die großen Motoren gab es dann nur noch als Automatikgetriebe. Wenn man jetzt bei mobile.de mal schaut, wo die Reise ungefähr losgeht für A6 der C7 Generation in eigentlich ganz gutem Zustand, dann habe ich hier den ersten als Limousine für 10.500 Euro gefunden, der von 2012 sein soll, hat den 2,8 Liter FSI Motor verbaut, also eher ein untypischer Motor und auch schon 195.000 Kilometer gelaufen, deswegen natürlich auch der günstige Einkaufspreis. Trotzdem sehen wir hier, dass der Innenraum noch ganz okay aussieht. Klar, wir haben hier im Leder kleine Falten drin, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, vor allem halt bei der Laufleistung, aber an sich wirkt es jetzt zumindest auf den Bildern wie ein ziemlich gepflegtes Auto trotzdem. Hinten saßen wahrscheinlich hier die meiste Zeit niemand drin. Viele von den Autos wurden halt auch als sozusagen Vertreterfahrzeuge benutzt. Und auch ein paar kleine optische Mängel sind hier verbaut, die sich aber relativ leicht eigentlich wieder beseitigen lassen. Ich denke, für 10.500 Euro kann man hier nicht meckern. Das Auto sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Wir schauen aber trotzdem mal weiter, wie viel man denn für andere noch bezahlt. So, hier haben wir jetzt tatsächlich einen mit S-Line schon für um die 13.000 Euro. Hier handelt es sich jetzt auch um einen Avant, also um einen Kombi. Ich muss sagen, es sind überraschend viele Limousinen drin. Ich persönlich dachte immer, dass die Avants auf jeden Fall deutlich mehr sind. Ja, hier sieht man jetzt das Auto auch von hinten. Ich finde immer noch ein gutes Design. Und auch beim Kofferraum hat man hier natürlich ziemlich viel Platz auf jeden Fall zur Verfügung. Graue Innenausstattung wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein Favorite, aber ja, an sich trotzdem ein cooles Auto mit 160.000 Kilometer erst gelaufen. Die Preise für die Facelift-Modelle schwanken auf jeden Fall extrem. Da kommt es dann immer auf die Laufleistung vom Auto an. Viele, die hier um die 200.000 Kilometer haben, sind auch schon so für 14.500 oder 15.000 Euro zu haben. So wie der hier zum Beispiel für 17.000, der hat jetzt 184.000 gelaufen. Wenn das zu viele Kilometer sind, der muss so ungefähr 19.000 Euro hinlegen, um einen Facelift mit wenig Kilometer zu bekommen. Also meiner Meinung nach lohnt sich der Aufpreis zum Facelift auf jeden Fall, weil man hier halt die besseren Motoren bekommt und auch das bessere Design meiner Meinung nach von außen hat. Das Auto wirkt auf jeden Fall noch deutlich moderner mit dem Facelift. Aber auch die Vor-Facelift-Modelle sind für die 12.000, 13.000 Euro, wo die zum Teil ja schon drinstehen, eigentlich nicht schlecht. Und auch fahrkomfortmäßig hatten wir beim A6 auf jeden Fall ein Auto, das ziemlich gut ist. Bei den Motoren
Motoren kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, auf was man da Bock hat. Ich würde auf jeden Fall immer mit einem Sechszylinder im A6 gehen, finde ich eigentlich, gehört so ein bisschen dazu. Aber wenn einem das jetzt nicht so wichtig ist, dass man einen ordentlichen Motor drunter hat, dann könnte man auch einfach zum normalen 2 Liter TDI oder TSI greifen. Sind ja auch Motoren, die sehr oft verbaut wurden und somit kennen sich damit auch relativ viele aus. Falls ihr Erfahrungen im A6 C7 habt, schreibt es mal gern unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr euch für Autos interessiert, lasst auf dem Kanal auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, ciao. Yo. Right, 24/7, I'm working on